Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Ich habe mir eine Piaggio Ciao zugelegt, die habe ich für 80 Euro geschossen. Das ist diese Mix-Variante hier, die eigentlich für Getrennschmierung ausgelegt war. Das hat man irgendwie mal deaktiviert, habe ich schon gesehen. Ja, die Karre stand die letzten 6 Jahre in irgendeinem Garten verlassen, war ungeliebt. Ja, und ich habe die dann einfach mal mitgenommen für 80 Euro. Kann man nichts falsch machen, denke ich mal. Trotzdem ist einiges dran zu machen und wir wollen heute mal eine kleine Bestandsaufnahme zusammen machen. Also ein bisschen gucken, wo sind da so die Mängel, was ist kaputt, was muss ersetzt werden. Also ist dieses Video gleichzeitig für euch so eine kleine Kaufberatung. Falls ihr vorhabt, euch auch eine Ciao zuzulegen, dann seht ihr schon mal, wo so die Mängel sitzen können bei den Dingern. Erstmal geht's ab in die Wäsche, damit wir nicht ganz so säuisch danach aussehen. Und dann geht's richtig los. So, jetzt sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. Die Kiste ist jetzt erstmal ein bisschen sauberer geworden und ja, jetzt steht sie in voller Pracht vor uns. Im Oma Rot Metallic. Traum aller 60-Jährigen ohne Führerschein. Ja, das war so typisch 90er. Und was man so auf den ersten Blick sieht, ist, dass hier dieses Trittbrett schon kaputt gebrochen ist und der Auspuff ist total verrostet. Was mir gut gefällt an dem Ding sind die Felgen. Die sind eigentlich noch in einem vernünftigen Zustand. Das sind diese 3-Speichen Gussfelgen von der Ciao Mix. Die habe ich auch an meiner schwarzen Ciao. Die finde ich eigentlich auch ganz schick. Jo. Ansonsten, hier vorne fehlt die Verkleidung. Mal sehen, ob man die nachbekommt. Tacho ist nicht angeschlossen und irgendwie ist die Lampe auch so ein bisschen locker, da fehlt eine Schraube. Dann habe ich mir mal das Lenkkopflager angeguckt, da ist ziemlich großes Spiel drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört oder sieht. Auf jeden Fall ist das nicht so in Ordnung, müsste man auf jeden Fall tauschen. Ja, Tankdeckel hat einen Knacks weg und da ist jetzt ein bisschen noch was drin. Boah, stinkt richtig eklig. Rostig ist es auch innen drin. Ich hoffe nicht zu doll durchgerostet. Werde ich dann nochmal checken. Auf der linken Seite fehlt die Seitenverkleidung und da hat man so einen Blick auf diesen Keilriemenantrieb. Die Kupplungsglocke sieht so ein bisschen rostig aus. Meistens funktionieren die Dinger dann aber trotzdem noch ganz gut. Da denke ich, ist nicht so viel im Argen. Aber wenn man jetzt mal so die Klappe runternimmt, da verbirgt sich doch noch einiges drunter. So, simsalabim. Da sieht man schon, hier hat jemand sich ausprobiert und 1 Kilometer Klebeband umgewickelt. Ja, hier sind die Kabel schon aufgescheuert. Also sieht nicht mehr ganz so lecker aus. Die hatte bestimmt schon mal irgendwelche Elektronikprobleme. Vielleicht ging mal das Licht nicht richtig oder die Zündung. Interessant ist auch immer, wenn man sich hier die Schraubköpfe so anguckt, wie die aussehen. Da sieht man dann schon, wenn einer mit Billigwerkzeug dran war. Hier ist auch eine Kante rausgebrochen von der Lüfterradverkleidung. Ja, ich weiß nicht, wie man das hier hinkriegt. Hier fehlt eine ganze Kühlrippe, irgendwie auch ein ganzes Stück rausgebrochen. Also da muss schon jemand ein bisschen mit groben Händen dran gearbeitet haben. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie es hier unter der Seitenverkleidung aussieht. Dazu muss ich nur diese Bajonettverschlüsse öffnen und dann kann ich den Kram hier einfach abziehen. Und da sieht man dann, das Thema Piaggio Ciao Mix ist nicht mehr. Dieser Schlauch hier ist von dem Öltank, der befindet sich hier hinten. Der ist also schon mal deaktiviert worden. Hier saß mal eine Ölpumpe, die hat wohl jemand ausgebaut. Ich habe mal geschaut, die kriegt man auch relativ schwer nachzukaufen. Und dann wurde wohl dieses Mofa hier mit Gemisch betankt und dann entsprechend auch mit Gemisch gefahren. So wie es halt auch früher bei den Chaos war, sodass das Gemisch direkt in den Vergaser geht.
Ursprünglich war es, wie gesagt, mal vorgesehen, dass hier in dem Bereich Zweitaktöl direkt angesaugt wird bzw. reingepumpt wird mit einer kleinen Förderpumpe, die hier saß, und die ist jetzt weg. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal den Vergaser demnächst ausbauen und den alten Sprit hier ablassen aus dem Tank und dann mal schauen, ob man das Ding starten kann. Also eigentlich ließ sich das alles ganz gut drehen. Der Motor ist nicht fest oder so. Kann man dann immer prüfen, wenn man hier das Innere der Kupplungsglocke mal dreht. Da merkt man, da ist auch ein bisschen Kompression hinter. Eine Kerze ist drin. Müsste man halt nur schauen, ob da ein Funke ist. Und dann die Sache mit dem Sprit klären. Ja, ansonsten finde ich, für 80 Euro steht das Ding noch ganz gut da. Und ich glaube, die werde ich jetzt erstmal die nächsten Monate ein bisschen flott machen. Habe erst gedacht, das wäre so ein Ding zum Ausschlachten. Aber ich habe Hoffnung, dass ich die wieder auf die Straße bringe und ein paar Runden damit heizen kann. So, Tachostand sagt an 13.948 Kilometer. Das traue ich dem Ding auch zu. Also man sieht schon, dass sie gelaufen ist. Hier an solchen Spuren sieht man ja auch, wenn so ein Baudenzug da den Lack abscheuert über die Kilometer, dann ist das Ding schon ein bisschen gelaufen. Dann dürfte da jetzt auch nicht weniger auf dem Tacho stehen. Aber der ist sowieso abgetrennt worden, der Tacho. Das heißt, die hat gut und gerne auch ein paar Kilometer mehr runter. Jo, der runde Scheinwerfer hier vorne. Geschmackssache. Nicht ganz so Ciao-typisch, finde ich. Spiegel fehlt. Ja, und das Heck ist ja auch ein bisschen rund gelutscht hier mit dem Rücklicht, was wohl auch eine Bremslichtfunktion hat. Ich habe hier gesehen, hier sind mehrere Kabel hinter. Versucht das mal einzufangen. Ja, da sieht man, da gehen ein paar mehr Kabel als bei einer normalen Schau ab. Finde ich auch mal ganz lustig mit Bremslicht. Mal schauen, ob ich die gestartet kriege. Ja, der Benzinhahn ist ziemlich verstopft, aber ein bisschen tröpfelt es dann doch raus. Ich lasse den jetzt erstmal so dran, habe den ein bisschen gelockert. Jetzt hat sich da einiges an Dreck gelöst innen drin, sodass ein bisschen Sprit jetzt durchfließt. Sobald es dann aufhört zu tröpfeln, werde ich das Ding dann rausziehen und dann spüre ich den Tank mal ein bisschen mit Benzin durch und guck mir mal an, wie rostig der von innen ist. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht. Ich leuchte gerade mit einer Lampe rein hier in den Tank. Also es ist schon ganz schön hässlich da drin, aber durchgerostet scheint es nicht zu sein. Also ich will es mal nachher wagen. Das ist hier der alte Vergaser, den habe ich gerade ausgebaut. Der ist ziemlich verkeimt, ist aber nicht das Problem, den kriegt man sauber. Aber ich kann ja das in Ruhe machen an langen Winterabenden. Und da habe ich erstmal den anderen Vergaser genommen, den ich schon gereinigt hatte und der jetzt so irgendwie ein Jahr lang im Keller lag. Zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich den Tank ein paar Mal durchgespült. Da ist eine Menge Rost drin gewesen. Einiges ist da rausgekommen. Das ist der alte Benzinhahn. Habe mich so ein bisschen gewundert, wie der aufgebaut ist. Ich glaube, da fehlt auch irgendwie ein Stück. Also so richtig auf Reserve umschalten kann der eigentlich nicht. Da kann sich gar nicht großartig was verändern. Der ist entweder auf oder zu. Und hier ist ein Benzinhahn für eine Chow. Den hatte ich noch auf Lager. Und da sieht man schon den Unterschied. Ja, hier ist ja noch so ein langes Rohr dran. Und oben ist sozusagen die On-Stellung. Und wenn er da keinen Sprit mehr kriegt, schaltet man um auf Reserve. Und dann zieht er hier unten Benzin ein, was sicherlich bei so einem alten rostigen Tank dann relativ schnell zusetzt. Ja, ich denke mal, ich werde den einbauen. Der sieht zwar ein bisschen anders aus, aber der sollte passen. Das ist bloß dieser Hebel hier. Ja, und dann hatte ich im Keller noch einen alten Vergaser, den ich mal so auf Halde gelegt hatte. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Kiste zum Laufen kriegen. Da sitzt er jetzt dran am Motor, wird so raufgesteckt und dann hier mit der Schraube zugezogen. Hier kommt der Gaszug rein und den Schaukebel habe ich schon reingesteckt.
einen schönen Benzinschlauch ran. Hier ist der neue Benzinhahn. Und hier kommt noch der Luftfilter rauf. Sonst kriegt man den Vergaser übrigens gar nicht ab bei der Chow, viel zu eng. Also erst den Luftfilter ab und dann den Vergaser runternehmen. Und zum Schluss andersrum, erst Vergaser und dann den Luftfilter rauf. Jo, und dann sollte es eigentlich einen Startversuch geben, wenn ich dann ein bisschen Sprit reinmache hier oben. Okay, also die Chow läuft schon mal. Topgeschwindigkeit waren so 4 bis 5 km/h gerade. Also Anzug gleich 0. Ausgelacht wurde ich auch schon von meiner Frau. Macht aber nichts, ich bleib am Ball. Ich vermute mal stark, dass der alte Auspuff sich hier total zugesetzt hat über die Jahre und das Ding deswegen gar nicht mehr so richtig aus dem Knick kommt. Ansonsten kann es immer noch sein, dass der Zylinder im Eimer ist und getauscht werden muss. Aber eigentlich fand ich, lief die ganz gut. Geräusche hat hier die Kupplungsglocke gemacht. Das ist ja so eine Fliehkraftkupplung hier, die dann da so entsprechend schleift. Die werde ich erstmal noch nicht tauschen, weil ich denke, vielleicht gibt sich das noch ein bisschen. Ansonsten gibt es da aber auch günstig Ersatz im Handel. Jo, ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt erstmal gefallen. Und vielleicht melde ich mich dann demnächst nochmal mit dem Gerät. Bis dann, ciao.